Hallo und herzlich willkommen zu Vintage Story. Ja, es ist auch an mir nicht vorbeigegangen. Irgendwie unsere gute Vintage Edition, die, egal wo sie war, ne, egal in welchem Raum, irgendwas lief über so ein komisches Voxel-Game. Sah aus wie Minecraft, hat aber nichts mit Minecraft zu tun, ist komplett in C-Sharp, also C-Fis oder C-Doppelkreuz, wie auch immer man das nennen möchte, programmiert. Hat also nichts mit der Java-Library zu tun. Und ist von einem ganz kleinen Entwicklerteam, ich glaube 7 Köpfe oder so, 6 oder 7 Leute, aus Österreich. Schöne Grüße in die Richtung, mal so eben. Und ja, ich freue mich irgendwie. Ich bin ganz ehrlich, ich habe mich, soweit es ging, ferngehalten. Ihr kennt mich, ich springe gerne ins kühle Nass. Mittlerweile nicht mehr. Ich als alter Langschläfer, Morgenmuffel und Warmduscher. Naja. Ich habe eine halbe Stunde reingeschaut und das Wiki ist auch schon recht umfangreich und es hat mir irgendwie Laune bereitet. Ich meine, es hat einen anderen Schwerpunkt, glaube ich, als unser allseits beliebtes Minecraft, aber wir haben trotzdem verschiedenste Modi. Ich bin jetzt gerade total abgeschweift, weil ich da hinten das erste Mal sehe, dass hier Mannequin rumstehen, hier so komische Vogelscheuchen. Naja, was wollte ich sagen? Also, es hat nichts mit Minecraft zu tun. Der Schwerpunkt liegt, glaube ich, mehr auf dem Survival, mehr auf dem Crafting. Sagen wir mal, wenn Minecraft Ark wäre, dann, also für die Ark-Community, wenn das Ark wäre, dann wäre Vintage Story quasi Survival Plus. Oder halt für Minecraft-Leute wäre das denn hier sowas wie Living in the Woods? Denke ich mal. Also ein kompletter Schwerpunkt auf Survival Crafting. Ich habe keine Ahnung, Freunde. Ich, wie gesagt, habe wirklich keinen Plan, was hier geht. Ein bisschen was habe ich gesehen, bevor ich mich um Kopf und Kragen rede und nochmal so Aussetzer bekomme, weil ich kleine Männchen in irgendwelchen Kornfeldern sehe, die da gerade Kornkreise machen. Das sind Außerirdische. Naja. Bevor das so weitergeht, würde ich sagen, starten wir ein neues Einzelspielerspiel. Ihr seht hier, ich habe Foggy Cave 33 Minuten 4 Sekunden gespielt. War sehr interessant. Aber ich würde sagen, wir erstellen uns ein neues Game und legen mal los. So, ihr seht hier schon, ihr habt eine verdammte Menge an Einstellungen. Ihr könnt also komplett im Kreativen spielen. Flaches und leeres Terrain, ohne Überlebenskomponenten, kein Hunger, kein Schaden, keine Monster, Flugmodus, unbegrenzte Menge an Bausteinen, sofortiger Abbau von Blöcken und Meißeln von Mikroblöcken. Das ist auch noch so ein Ding. Meißeln von Mikroblöcken. Also, ich glaube, dass, wenn man hier drin kreativ sein möchte, man eventuell ein paar mehr Möglichkeiten hat. Aber wie gesagt, ich habe keinen Plan. Neuling in fremder Welt. Dann haben wir hier Wildnis for Players that enjoys Challenge, Combat and Surviving Mechanism. Wildnis überleben. Also wir haben eine größere Herausforderung und beziehen größeren Spaß aus Kämpfen. Nö, tun wir nicht. Exploration ist eigentlich so mein Lieblingsding. For Players that do not enjoy Combat and Signification, Focus on Survival. Also kein großer Fokus aufs Überleben und auch nicht aufs Kämpfen. Mehr Exploration and Building. Das wäre ja eigentlich mal interessant. Überleben und Bauen wird wohl denn der normale Modus sein? Jo, steht ja hier the default survival experience of Vintage Story. Balanced Exploration, Building and Survival. Ja, jetzt bin ich natürlich hin und her gerissen. Eigentlich bin ich ein Exploration-Typ. Aber ich würde sagen, die meisten werden wohl... Oh, John D. Fool's Adventure World. Oh, das ist aber schön. Ja, einiges anders. Na, egal. Wir nehmen mal, ich denke, die meisten werden wohl den normalen Modus spielen und den nehmen wir dann auch einfach mal. Und wie gesagt, es ist ein Reingeschaut mit Onkel John. Ich weiß gar nicht, wie lange ich hier dran hängen bleibe, ob es mich überhaupt packt. Das werden wir sehen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir in John D. Fool's Adventure World. Ach du heiliger Scheiße. Okay, okay. Ich würde mal sagen, da ist es. So beginnt es. Sieht ja schon mal ziemlich krass aus. Was mir so aufgefallen ist, wenn ich mal ein bisschen was gesehen habe, nicht cooles Wetter. Naja, gut.
Lieber Spieler, das Ingame-Hilfesystem ist noch in Arbeit. Weitere Informationen findest du unter unserem Leitfaden für den Überlebensmodus im Wiki. Wenn du nach Rezepten suchst, klicke auf H, um das Handbuch im Spiel zu öffnen. Für immer schließen, schließen, schließen. Anders sind wir. Wähle dein Outfit aus. Was denn hier? Ui, das ist jetzt mannigfaltig. Okay, Höschen haben wir auch. Schüchen. Oh, wir haben sogar Schüchen. Aber was anderes alles nicht. Was ist das alles? Keine Ahnung. Zufällig. Auswahl bestätigen. Was wir hier machen? Ah, fixiert und beweglich. Ah, wir können die anordnen. Cool. Ah, sobald wir auf fixiert gehen, ist es Default-Einstellung. Okay, Auswahl bestätigen. Wir legen los. 01 126 Westen. Okay. Oh, deswegen 126 in der Mitte. Wir stehen hier oben auf irgendeinem Hügel. Sammeln. Ich glaube, da brauchen wir ein Messer und so. Im Moment haben wir nichts. Wir haben noch nicht mal ein richtiges Inventar. Okay, gehen wir mal los. Aha, oben Einblendung. Boden mit mittlerer Fruchtbarkeit. Gras. Sammeln. Was haben wir denn da überhaupt bekommen? Achso. Ah. Feuerstein. Kantiger Klunker. Kann in etwas bessere Steinwerkzeuge und Waffen eingearbeitet werden. Schleichen und klicken mit rechter Maus. Ah, okay, auf dem Boden, wo wir zum Arbeiten zu beginnen. Ja, das wird doch jetzt noch nicht gehen, oder? Aha. Pfeilspitze. Axtkopf. Aha. Ah, will ich noch ein bisschen hin? Ah, da brauchen wir noch einen weiteren Stein, um darauf rumklopfen zu können. Kann das sein? Kann das abbrechen? Nur ein Stein! Ach, guck mal, da liegt noch was. Was ist das? Was ist das? Kalkstein. Ob wir mit Kalkstein Stein bauen können? War nicht zu bezweifeln. Scheiße, ich komm da nicht mehr hoch. Gut, also einige Mechanismen sind wirklich wie bei Minecraft. Ein Auto-Jump habe ich jetzt aber noch nicht festgestellt. Ich finde das ziemlich geil, dass einem hier alles angezeigt wird. Ha! Geht! Okay, das müssen wir dann hier ausmeißeln. Ah, da unten haben wir den Axtkopf. Okay, dann werden wir bestimmt auch noch Stückchen und so brauchen, ne? Also, dann bräuchten wir ein Messer oder so. Dann haben wir nochmal Kalkstein. Plopp. Was denn? Ah, okay. Ahornblätter. Da, Zweige. So, lass mal gucken. Hier oben ist Bastelding. Und hier unten ist Ausgabe. Okay, haben wir. Cool. Gefällt mir. Gefällt mir auch. Ist schön tief hier. Sowas wie ein Messer oder so. Warte mal, wir haben ja jetzt, hier haben wir doch jetzt diesen Stein. Können wir den auch bearbeiten? Diese Art von Stein ist zu weich, um zum Klopfen. Hä? Haben wir doch aber eben. Egal. Wer ist zu weich? Oh. Ach, man kann den noch werfen. Ach, wie geil. Oh. Ah, das hat weh getan. Meine Steine. Achtung. Ah. Das ist auch nochmal Kalkstein, ne? Jo. Haben wir noch anderen Stein? Okay. Aha. Alles Kalkstein. Ha! Feuerstein. Auch die Umgebungsgeräusche sehr nett. Ja, was haben wir denn hier? Bleierz. Plopp. Ein wildes Tier. Oh oh. Hoffentlich gibt es hier keine Karnivoren. Also Viecher, die sowas wie mich essen.
Gut, was haben wir denn da jetzt für Steinchen überhaupt? Wir hatten da noch einen Feuerstein. Was ist das? Nugget, geil. Okay. Hiermit konnten wir doch jetzt noch was machen, ne? Wir hätten sogar schon Bäume hacken können. Guck dir das mal an. Ich will mal sehen. Okay. Axtkopf haben wir. Au! Hey! What? Alter! Du wildes Stück! Und wie laufe ich? Ach, so laufe ich. Oh, scheiße. Glückwunsch! Du bist gestorben. Rage Quit. Ja, schön. Was steht da? Willkommen, John Defool. Mögest du gut überleben und gedeihen. 15 Tage. Respawn. Ah. Wir spawnen an unserem heiligen Ort. Okay, warte mal. Wir haben ja auch eine Map, ne? Wir können doch auch irgendwie die Minimap ein- und ausblenden. V oder so. Ja, das sind nur die Koordinaten, okay. Aber kann man, das weiß ich. Nachgeguckt, weiß ich. So, wo bin ich denn? Ich bin irgendwo hier gestorben, ne? Aua. Nochmal Blei, oder? Feuerstein. So, liegt hier denn auch mein Zeug rum irgendwie? Hätten wir das nämlich auch schon mal geklärt? Alter, werde ich hier von so einem Geißbock irgendwie niedergemäht? Oh, hat nichts gesagt. Von so einem blöden Geißbock, Mensch. Weiß nicht, ob die Klamotten hier noch rumliegen. Also ich sehe jetzt nichts. Doch, da drüben ist irgendwie ein Säckchen oder so. Nee, Steine. Doch, da. Gib her. Oh, schnell weg. Hui. Oh, hui. Ah. Wilde Böcke. So. Ah. Wovor hatte der denn jetzt Angst? Ich denke, die sind so unerschrocken. Ich denke, das werde ich jetzt gleich sehen, oder? Scheiben. Wasser. Okay. Also, mich dünkt, wir brauchen da so ein Messer, damit wir auch ein bisschen Gras ernten können. Dann können wir auch ein bisschen Holz ernten, dann haben wir vielleicht schon mal ein Lagerfeuer oder so. Weil irgendwann werden wir ja wohl auch mal Hunger bekommen und so. Und so, und so, und so. Oh Mann. Okay, Freunde, ihr merkt schon, es hat mich so ein bisschen, ein ganz kleines bisschen hat es mich. Windig. Ich weiß gar nicht, wie man hier baut. Bin ja auch einfach so. Halt, wie Minecraft, verstehst du? Was ist das denn hier? Kalksteinsand. Oh, guck mal. Ah, wir brauchen ein Messer. Ganz bestimmt. Können wir mit Kalksteinsand irgendwas anfangen? Bin mir da nicht sicher. Werden wir aber gleich sehen. Oh, hier ist safe. Scheint so. Keine gefährlichen Böcke. Eieiei. So. Was haben wir denn hier? Der ist angeblich zu Dings und den können wir so nicht behauen. Das heißt also, den legen wir ab, aber den können wir behauen. Den können wir sogar mit Flintstone behauen. Wir benötigen Messerklinge. Messerklinge ist immer gut. Haben wir direkt zwei Stück. Okay. Da weiß ich noch nicht, was wir damit anfangen können. Aber das ist ja auch nicht mal... Schmelztemperatur 327 Grad. Bei Messerklingen, die stecken leider nicht. Das ist schade. Nehmen wir uns mal das Äxtchen. Oh, entschuldigt, Freunde. Hi, Tim und hi, Ochi. Hi, Bismarck. Grüß dich. Ich sehe jetzt gerade erst, dass hier Menschen irgendwie zuschauen. Sorry. Entschuldigt bitte. Naja, sind ein paar dabei, die mich kennen.
Wir wissen, ich bin ab und zu nicht so ganz... Oh, ist das geil. Ich habe, also da bin ich jetzt mal ehrlich, ich habe mal Vintage Story Classic angeschaut und war gar nicht so begeistert. Im Moment bin ich aber wirklich schwer weg. Kann sich ja noch ändern. Birkenstamm erfordert die Werkstufe 1, einen Stein, um abgebaut zu werden. Timber! So, das haben wir auch, das haben wir auch, das haben wir auch. Das Messer draus machen. Hm? Are you? Free for everyone. Ah! Nee, 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 nicht schon wieder von so einem. Was ist denn das? Eine Wildsau und ein Wildsau-Baby. Naja, Wildschweine sind auch nicht gerade. Füchse. Irgendwie? Okay, ich fühle mich hier fast zu Hause. So, Messerklinge haben wir. Ich hoffe, das geht so, wie ich mir das denke. Jo! So, von auf Messer, Axt, Spitzhacke wäre noch schön. Was können wir denn eigentlich mit dem Holz anfangen hier? Werkzeuge reintun. Brennholz. Okay. Wir haben aber auch gleich alles dicht hier, ne? So, Messer haben wir. Brauchen wir. Bestimmt auch trockenes Gras und so. Habe ich noch Platz? Ich habe keinen Platz mehr. Ich habe keinen Platz mehr. Ist nicht gut. Was denn da noch? Matschiger Kies. Okay, aber das wird wohl der Untergrund sein. Vier, glaube ich, reichen nicht. Weil wir brauchen... Wir haben hier so ein komisches Tragesystem. 10 Stück für ein Körbchen. Oh ja, das machen wir. Ich hoffe, die stacken auf 10. Haben wir, ne? Gut. Wir haben nämlich so ein komisches System. Also wir haben keinen wirklichen, also wir haben hier keinen Inventar im Moment. Wir haben nur die Werkbank. Dafür haben wir aber eine Werkbank halt direkt. Wir brauchen keine bauen. Und jetzt haben wir da ja eben im Rezept gesehen, dass wir hier Körbchen machen können. Gelde. Und diese Körbchen, oh, muss ich mal eben wegwerfen. Diese Körbchen tun wir denn hier rein. Die können wir dann Rucksäcke und andere Taschen später lernen und einarbeiten. Und pro Körbchen bekommen wir dann halt hier 3 Inventarslots und dann können wir hier endlich mal was umräumen. Ist schon mal ziemlich cool. Wie gesagt, ich habe keinerlei Plan von dem Game. Hab da nur mal so ein bisschen immer geguckt, wenn wenig gerade irgendwie mal wieder unterwegs war. Das komische Spiel hier am Gucken und naja. Ich bin da nicht drum herum gekommen. Erst habe ich Edwini geholt, da die einfach keine Zeit hatte. Ich habe mir gedacht, okay, gucke ich da mal rein. Und das machen wir jetzt. Da stand eben irgendwas von Monstern irgendwie. Ich glaube, ich habe Angst. So von wegen Nacht und so. Ihr wisst Bescheid. Oh, nur ein Hölzchen. Kriege ich nicht mehr. Muss doch aber sein. Kann ich den abbauen? Ah. Neun, zehn. Dann hätten wir noch ein Körbchen. Das hieße nochmal 3 weitere Slots. Das finde ich ja cool. Nee. Eher so. Cool. Läuft, würde ich sagen. Ah, so, das mit dem Bauen habe ich immer noch nicht raus. Aber nur, ja, nehmen wir direkt noch ein bisschen Klumpatsch mit, ne?
überlege, ob wir erstmal hier so in der Gegend bleiben. Mal so ein bisschen umschauen. Ein bisschen lernen, wie das hier alles überhaupt funktioniert. Noch ein paar Slots besorgen. Schlupp, 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 dupp, dupp. Wenn ihr da draußen ein bisschen Ahnung von Vintage Story habt, könnt ihr mir ja gerne ab und an mal so einen augenzwinkernden Tipp geben. Ich bin friedlich. Also, auch wenn dir da vielleicht dein Kollege Widder irgendwas anderes erzählen mag. Ich bin friedlich. Auch keine Ahnung. Das ist gut. Das ist immer gut. Somit gehen wir, haben wir quasi alle gleiche Voraussetzungen. Das ist immer gut. Ja, ich habe jetzt also nichts Großartiges vor im Endeffekt. Ich möchte mir das Game einfach mal anschauen. Ist sowieso Wahnsinn, weil jetzt kommt ja Genesis raus und davor kann man doch jetzt nicht so ein Großprojekt wie Vintage Story anfangen. Ja, ich gucke ja nur mal rein, ne? Und wenn mir das gefällt, dann können wir da ja noch ein bisschen was mit anfangen. Und im Moment, muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir gut. Da vorne ist wieder dieser böse Ziegenbock. Ah, okay. Der wollte nur seine Family schützen. Guck, da sind Lemmy. Lemmy und die Schmöker. Wie süß. Die stehen hier mit dem Messer im Anschlag. Oh, das wollte ich nicht. Holz hacken könnten wir ruhig noch mal ein bisschen. Und sich dann mal Gedanken machen, ob wir uns hier irgendwie einrichten können. Lumiau, grüß dich. Die Wurzeln von den Rohrschilf. Okay, danke. Da werde ich mal drauf achten. Ich klopfe mal hier unten, ist es vielleicht effektiver. Und, na komm, aha, sehr schön, Timber, ein bisschen viel Kalkstein, also ich glaube, wir könnten bestimmt anderen Stein gebrauchen, ganz schön windig, wenn wir uns hier reinbauen würden, dann hätten wir doch schon eine Hütte, weißt du, was ich meine? Aber ich weiß nicht, ob das hier so funktioniert. Oh, da ist schon wieder so ein wilder Bock, ich hau mal ab. Oi, kick mich hier nicht rein, ich muss mal weg. Apropos, warte mal, da stand doch immer irgendwas dran. Trocken Gras und so. Und ich sollte mich nochmal geduldig mit euch ans Wasser stellen. Und die Musik ist auch gar nicht so übel. Ich hatte schon überlegt, ob ich irgendwie Winstweb oder Adrian von Ziegler hinten im Hintergrund laufen lasse. Und das geht ja noch. In dem Moment habe ich ja noch einiges zu erzählen und Fragen zu stellen. Ich will nicht. Aber wenn ich hier nicht durchkomme, kommt der hier auch nicht durch, ne? Keine Beeren, kein Nix. Was sind das überhaupt? Birkenblätter. Da werden hier irgendwann mal Birken wachsen. Loser Feuerstein, sehr schön. Kalkstein. Oh, es wird dunkel. Oh, oh. Jetzt geht mir aber so ein bisschen der Kackstift, liebe Freunde. Ich weiß nicht, aha. So Höhlen gibt's hier auch. Okay. Ah, guck mal, Beeren! Einfach Ernte. Blüht in 4 Tagen, okay. Wächst. Kalkstein.
loser Feuerstein, das ist immer. Oh, Messer kaputt. Den Feuerstein nicht mit aufgenommen. Dann lass doch mal schauen. Also, wir haben da so einen unnötigen Kalkstein, witzigerweise auch Galenit. Bleinugget, denke ich mal, ne? Bleiblock, ja. Die Axt. Feuerstein. Beere, okay. Wie nehmen wir die zu uns? Also. So, dann haben wir hier vorne ja nochmal Schilf. Da hieß es dann die Wurzel. Die Wurzel, die Wurzel, die Wurzel. Das ist doch das Zeug da unten, ne? Da ist sie doch, Rohrkolbenwurzel. Oh, Rohrkolben! Können wir pflanzen? Aber nicht essen. Gekocht. Ah. Okay. Apropos gekocht. Hilfe. Ist das schon auf Deutsch? Lagerfeuer? Oh ja, okay. Lagerfeuer. Realholz. Placing dry grass on the ground. Adding 4 pieces of firewood. Das können wir tun. Also, ein bisschen trockenes Gras, sagt er. Messer ist kaputt. Was? Aha. Dann 1, 2, 3, 4. Ah. Ignite. Ja gut, wir haben keine Streichhölzer. Aber. Wir haben doch bestimmt diesen Firest. Da ist er da. Grasbüschel und 2 Stückchen. Okay. Grasbüschel. Dich machen wir mal zu. Grasbüschel und 2 Stückchen. Firestarter. Cool. Jetzt Shift und. Oh, es qualmt. Es brennt noch nicht. Ich halt einfach mal dran. Kanalpunkte. Ah, ja, auch okay. Weiß gar nicht. Ich glaube, ich schalte die irgendwann wieder ab. Komm! Come on, little fire. Alter, wie lange soll das denn brauchen? Ist das echt so lang? Nicht irgendwie Holz noch dabei tun? 8. Nein, ich habe mir noch keine Bierdeckel bestellt, Ochi. Ha! Weil ich kein Bier trinke. Ich dachte mir, Bierdeckel ohne ein Bierglas drauf ist doch scheiße, oder? So, und jetzt können wir noch die Rüben irgendwie. Shift und rechte Maustaste angeblich. Achso, das ist mit dem Auffüllen. Ah, ja, gut. Ja. Rübennase, Rübennase. Jo. Will create 3 gekochte Rohrkolbenwurzel. Cool. Ja, geil. So, wollen wir doch mal hoffen. Ich immer mit meinem Wegwerfdrang. Wollen wir doch mal hoffen, dass die Nächte nicht so lang sind. Auch nicht so dunkel. Und überhaupt. Scheiße. So, wir brauchen ein neues Messer, ne? Wir haben noch eine Messerklinge. Sehr schön. Ist eigentlich egal, wie rum. Aha. Ah, es ist also nicht egal, wie rum man die da reinlegt. Okay. Auf des Messers Schneide. Jetzt schauen wir gleich mal, was wir noch machen können, weil wir können auch 100 pro eine Schaufel und so. Aber wie eben schon erwähnt, mal so ein bisschen Geduld fassen bei diesem. Gibt es auch eine Fackel? Jetzt gleich mal schauen. Kochen, schmelzen, backen.
Also sollen wir... Aha. Sollen wir also hier drin ein Dings backen, ja, oder was? Back dir ein Eis, oder was? Lass dir mal eben noch durch, die letzte. Ja, Kinder, damit haben wir unseren ersten Tag ja schon rum. Das ist ja cool. Wir haben ein Lagerfeuer, wir haben dank dem Chat auch hier schon mal sowas wie was Leckeres. Mal raus. So, können wir den braten? Tatsache. We'll create 10 Fackeln. Okay, cool. Wir haben Körbchen. Ich werde jetzt gleich noch ein bisschen pflücken gehen für Körbchen irgendwie. Obwohl, wir haben noch 18, ne? Das ist doch schön, da können wir direkt noch ein Körbchen herstellen, während wir hier aufs Essen warten quasi. Ne, wir haben hier schon Essen. Aber das können wir jetzt gleich mal testen. Cool. Haben wir schon ein bisschen mehr. Ich wollte mal die Rübennase testen. Können wir die jetzt essen? Einfach essen. Ja. Oh. Ja. Jetzt hat man natürlich keine Beschädigung. Jetzt haben wir nicht gesehen, ob die auch irgendwie Erz darstellt, herstellt, bringt. So, gehen wir mal die Stöckchen her. Das reicht jetzt. Schluss. Fackeln, Shift, entzünden, Block. Aber die ist doch schon entzündet. Also ich habe doch jetzt hier schon eine Fackel. So, interagieren, Shift auffüllen. Kann ich die irgendwie in eine andere Hand nehmen? Oh, da ist... Warte mal. Was ist das hier? Hahaha. Okay, cool. Wir haben eine zweite Hand. Das ist ja mal was. Wusch. Ah, so. Wenn ich die komplett abernte, kriege ich auch die Wurzel. Okay. Möchte ich aber gar nicht. Ich weiß ja nicht, ob ich hier heimisch werde in der Gegend. So haben wir 10, ne? Wir haben sogar 11. Cool. So, damit haben wir jetzt erstmal das Maximum an direkt herstellbaren Sachen irgendwie. Wir haben ja noch einen Rucksack mit Leder. Leder können wir was? Strong Tanning Portion. 1 Liter. Ach du heilige Scheiße. Entschuldigung, aber ist ja so. Jägerrucksack. Aha. Aha. Lederverarbeitung. Mit Fettklumpen. Okay. Oldheit. Und schon wieder Oldheit. Oldheit. Scheiße. Soll ich noch mal ein bisschen in die Richtung, in der Hoffnung, dass ich mein Lagerfeuer noch sehe? Das schon abgebrannt ist anscheinend. Entschuldigung. Aber ich meine, wenn das so ruhig bleibt, dann... naja, ich möchte eigentlich in der Nacht wenig erkunden. Lieber noch mal ein bisschen durch die Rezepte schnubbeln. Noch ein oder zwei Wertgegenstände herstellen. Würde ich dir auch so schicken, wenn du magst. Du bist was ganz Besonderes. Oh, danke. Ja, ach, jetzt bleib mal locker. Wie gesagt, ne? Bierdeckel. Aua, nein! Was? Ah, geh weg! Geh weg! Alter. Hier sind ja Monster. Du hast angefangen. Ich habe das nicht gewollt. Oh, mit dem Messerchen, ob ich da überhaupt was gerissen kriege hier. Versuch's mal mit der Axt. Ich habe ihn! So, Messerchen, Shift, Ernte. Will was? Gib her. Ach so, rechts. Oh, nix. Alter, da gibt's hier Monster. Fuck. Das ist aber jetzt sehr unangenehm. Entschuldigung. Ich brauche Feuerholz. Oh, ich höre ihn schon.
Brennt wieder. Das ist geil. Warte mal. Können wir hier vielleicht auch was draus machen? Kalt. Da wird nichts. Okay. Können wir so ein Körbchen brennen? Kalt. Was haben wir denn noch? Trockenes Gras? Nicht. Kalkstein? Nicht. Blei? Requires a smelting container? Was? Crucible? Ein Crucible? Hey, Bill! Ja, bist du Crucible? So, wie lange brennt denn die? Sieht man da irgendwas? Hier. Ja, nicht so viel, ne? Da hinten. Da. Wie dem auch sei. Dann kann ich den nicht behauen, damit nicht behauen. Warum kommt das Ding... Oh, guck mal, wir sind ja ziemlich tot hier. Scheibenkleister. Warum kommt da trotzdem der Hinweis behauen? Egal. Was haben wir da? Speerspitze. Oh, haben wir noch Stöckchen? Die haben wir noch. Was genauso geht. Stöckchen. Speerspitze. Jo, geil. So. Was haben wir denn noch? Schaufel. Jo. Zack. Hammer. Du wirst die Dinger wohl nicht los, was? Nein, Scherz. Ja, Ori. Mensch. Nein, ich werd die bestimmt beeinlösen, die Kanalpunkte. Ich bin aber nicht so schnell. Kennst mich doch. So, wie machen wir das? Bestimmt genauso wie eben. Ein Stückchen haben wir noch. Jo, Schaufel. Das ist ja cool. Feuerstarter brauchen wir ja nicht immer. Die lasse ich mal draußen. Ah, fuck. Fuck, 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 fuck. Also kann ich ihn auf Abstand halten, ne? Ah, im Wasser sind die nicht so schnell, ich aber auch nicht. Doch, ich kann schnell tauchen. Ernte. Oh, nee, das wollte ich nicht. Oh, mein Speer. Nein! da. Jetzt mal hier rum. Hab ich irgendwie Sauerstoff? Oh ja. Ah! Ui. Alter. Killer. Echt. Messer, Shift, Ernte. Nix. Oh, das ist aber blöd. Dann hat man da kein besonderes positives Gefühl. Schade. Krass, krass, krass. Okay, dann werden wir noch ein bisschen Feuerholz ins Feuer schmeißen müssen. Die haben wohl keine Angst großartig vor uns und unserem Feuer. Oh, da haben wir eine Rübe. Jetzt können wir mal gucken, was die so bringt. ja.
Nicht so viel. Schade. Schade, schade, schade. Gut. Warten wir mal, bis die Sonne aufgeht. Da hinten, glaube ich, kommt sie gleich. Da kann ich mal ein Schlückchen trinken, mal ein bisschen trinken, nachgießen. Oh, und mal kurz entspannen, weil wir haben ja schon Kämpfe hinter uns. Wir haben schon 3 oder 4 Monster gekillt. Und 1 oder 2 Mal bin ich gestorben. Das dritte Mal steht kurz bevor, würde ich sagen. Oh, das kriegen wir noch hin. Oh, ich gieße mit.